Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und wie ihr seht, spiele ich die Krankenschwester. Und dabei nutze ich die Perks Geflüster, Barbecue und Chili, den Ruf einer Krankenschwester und Ruin. So. Oh, was? Okay, die konnte sich nach ihrem Sprung ziemlich schnell wieder bewegen. Ist sie hier hinten lang gelaufen? Ja, da ist sie. Und das war's mit Ruin. Einmal. Entscheidungsschlag auch noch. Sie ist hier gar nicht lang gelaufen. Ah, die tricksen mich hier so ein bisschen aus. Oh, knappe Sache, mein Freund. Was? Was? Läuft der hier Kreise? Habe ich dich einmal. Ohoho. Okay. Habe ich dich. Endlich, der erste liegt. So, auf meine Schulter und hier an den Haken gleich. Das macht es natürlich ein bisschen anstrengender, dass Geflüster jetzt schon weg ist. Quatsch. Dass Ruin jetzt schon weg ist. Dort hinten waren welche. Einmal, hallo. Oh, ich verkack's irgendwie gerade, irgendwie immer. Hab ich dich. So, zwei Generatoren wurden schon gemacht. Quentin jetzt auch gerettet. Zack, ab an den Haken. Hier ist niemand angeblich nahe. Hallo, Quentin. So, hier runter. Habe ich dich einmal. Und zweimal. Zack. Und wieder ab an den Haken. So, den haben wir, naja, ich würde ja nicht mal sagen getunnelt. Ich meine, er war der, den wir halt als nächstes gesehen hatten. Oh shit, hier läuft schon jemand lang. Richtung Haken direkt. Mal sehen, ob wir den noch erwischen können. So, ich weiß, dass hier jemand war. Hier, um genau zu sein. Dort, Mac. Was? Wo ist die hin? Okay, treten wir erstmal den Generator. So, ich denke, jetzt retten sie langsam. Einmal. Einmal. Zweimal. So, die liegt ja schon mal perfekt. Quentin ist verletzt und muss sich erstmal heilen. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Zack, einmal du. Oh, und da hinten heilen sie sich sogar beide.
Hallo? Einmal. Nach unten. So, das ist jetzt Quentins Chance. Sie abzufahren. Einmal. Ach shit, ich habe mich verklickt. Hab ich dich? So, du wurdest ein bisschen gefarmt. Tut mir auch leid für dich. So, die dort hinten ist garantiert schon voll recovered. Die liegt ja immer noch da. Zack, aber an den Haken. Und Barbecue verrät mir nichts. Doch, Barbecue verrät mir nichts. Hier läuft die letzte Mac. Hab ich dich. Okay, damit liegen alle. Das Problem ist, die eine Mac hat immer noch einen Entscheidungsschlag. Ja, und den, der wird uns noch hier teuer zu stehen kommen. Zack, du hängst. So, Quentin kommt auch an den Haken. So, ich warte noch, bis die beiden tot sind, bevor ich die eine Mac aufnehme. Zack. So, Mac müsste hier jetzt irgendwo noch liegen. Hier. So, Mac. Entscheidungsschlag. Scheibenkleister, hier wollte ich nicht hin. Und durch die Hedge, das glaube ich jetzt nicht. Ah, ich wollte eigentlich in den Raum unter dieser Luke dort. Bin aber total in den Keller. Ja, das war natürlich nicht Absicht. Ich meine, Glück für die Mac. Also wirklich Glück. Da kann man wirklich davon sprechen. So, Pip haben wir gemacht. Zack. Und das waren unsere Game. Ne? Was ist das jetzt gewesen? Ich hab die Spuren. So, anscheinend spielen wir auch mit Deutschen. Grüße gehen raus. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik. Ja, aber musst ihn da retten. Tja. Puh. Dann. So, schreibe mal ganz nett. Mit so viel Nettigkeit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich ja geslackt habe und schnell immer mir alle geschnappt habe, aber schön ist es. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!